Heute in der Sendung: Regen, Dunkelheit und Kälte. Was bei einer Winterdepression helfen kann. Und ein Besuch bei der Rettungshundestaffel. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu 0511, Ihrem täglichen Magazin für Hannover und die Region. Vielleicht kennen Sie es ja. Permanentes Schmuddelwetter, Dunkelheit und Kälte. Für manche Menschen sind das die perfekten Zutaten für Antriebslosigkeit, schlechte Laune und triste Gedanken. Die sogenannte Winterdepression betrifft tatsächlich ziemlich viele Menschen. Amandine Cormier berichtet. Etwa jeder dritte bis vierte Deutsche kennt ein psychisches Stimmungstief in der dunklen Jahreszeit. Die sogenannte saisonal bedingte Depression wird umgangssprachlich auch Winterdepression oder Winterblues genannt und unterscheidet sich in einigen Punkten von der normalen Depression. Wie vielleicht bei einer normalen Depression, wo man vielleicht auch in seinem Alltag, Umfeld irgendwelche Auslöser hat, möglicherweise einen Jobverlust oder andere Dinge, die möglicherweise schwierig sind, ist es bei einer Winterdepression oder bei dieser saisonalen Depression eben so, dass es nicht unbedingt einen externen Auslöser gibt, sondern der externe Auslöser ist dann wirklich eben die dunklere Jahreszeit. Fabienne Fürmann ist Psychotherapeutin und behandelt als leitende Psychologin der KRH-Psychiatrie Wunsdorf Menschen mit Depressionen. Anhand einzelner Symptome erkennt sie, ob es sich dabei eher um eine saisonal bedingte Depression handelt. Zum Beispiel ist es so, dass es bei einer Winterdepression eben auch dazu kommt, dass man vielleicht nicht unbedingt eine Appetitlosigkeit hat, sondern eher Heißhungerattacken und eben auch, dass man eher ein höheres Bedürfnis an Schlaf hat und vielleicht sehr viel schläft und nicht eben, wie es sonst der Fall ist bei einer normalen Depression, dass man vielleicht sogar Ein- oder Durchschlafstörungen hat. Der Mensch ist abhängig vom Tageslicht. Schon in der Steinzeit haben wir uns nach dem Licht gerichtet. Solange die Sonne schien, waren wir aktiv und bei Dunkelheit haben wir geschlafen, um uns zu regenerieren. Heutzutage müssen wir aufstehen, obwohl es noch dunkel ist. Und die Zeit, in der es hell ist, verbringen wir meistens drinnen. Das Problem? Bei Dunkelheit produziert unser Gehirn das müde machende Hormon Melatonin. Viel Melatonin in unserem Körper führt zu gedrückter Stimmung. Serotonin hingegen ist das Hormon, das unseren Körper aktiviert und die Stimmung hebt. Das wird aber nur während der hellen Stunden produziert. Ideal wäre es daher, jeden Tag 1 bis 2 Stunden im Freien zu verbringen. Auch bei schlechtem Wetter ist genug Licht vorhanden. Spazieren hat auch den Vorteil, eben auch die körperliche Bewegung ist gut und hilfreich und hat eine antidepressive Wirkung. Von daher sind da im gewissen Sinne 2 Aspekte schon direkt mit vereint. Leider ist es ja so, dass viele Menschen vielleicht eher genau in der Zeit arbeiten und eben nicht rausgehen können, wo die Sonne dann draußen ist im Winter. Und dann wird es eben schwierig. Was gut hilft, ist dann wirklich Lichttherapie. Und da ist es eben wichtig, also es reicht nicht, wenn ich mir jetzt eine Lampe anmache, meine Schreibtischlampe und mich da einfach davor setze, weil das sind andere Wellenlängen. Ne? Die Lampen, die es dann dafür gibt, sind leider auch ein bisschen teurer, aber die imitieren dann eben wirklich auch das Licht der Sonne und haben andere Wellenlängen und wirken eben wirklich auch nachweislich gegen diese Form der Depression. Ratsam ist es dennoch, die Symptome von einer Psychotherapeutin oder einem Arzt abklären zu lassen, da eine normale Depression allein mit Licht nicht therapierbar ist. Wir berichten öfter, wenn Menschen aus Hannover und der Region mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet werden. Welche Bedeutung die Auszeichnung für die Menschen hat, die sie bekommen, das kommt meistens zu kurz. Im vergangenen Jahr ist die Kommunalpolitikerin Christiane Hinze mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Meine Kollegin Helga Kania hat mit ihr darüber gesprochen. Das Große Bundesverdienstkreuz ist eine Auszeichnung des Bundespräsidenten für besondere Leistungen, die im Bereich von politischer, wirtschaftlich, sozialer und geistiger Arbeit erbracht werden. Im Oktober 2023 wurde das Verdienstkreuz von Regionspräsident Stefan Krach in einer Feierstunde an die Kommunalpolitikerin Christiane Hinze verliehen. Christiane, du hast am 27. Oktober das Bundesverdienstkreuz von Regionspräsident Stefan Krach überreicht bekommen. Was bedeutet dir diese Auszeichnung? Das ist eigentlich keine Auszeichnung für mich alleine, sondern für viele, die im Ehrenamt tätig sind, ist das eine Bestätigung, wenn man sich jahrelang eingesetzt hat und sich um andere Menschen gekümmert hat, dann ist das eine absolute Anerkennung der Arbeit, die man geleistet hat. Was bedeutet diese Auszeichnung für dich persönlich? Also
geehrt worden bin ich eigentlich für meine politische Tätigkeit, aber das Wichtigste war mir eigentlich von Anfang an das DRK. Und da sind es eben ganz besonders die Senioren, für die setze ich mich ein seit 1995. Seitdem bin ich eben auch im Vorstand vom DRK unterwegs gewesen, habe mich immer für die Senioren eingesetzt, mache das heute noch. Und wenn dann die Senioren zu einem kommen, nehmen einen in den Arm und sagen, das war toll, dann ist das wirklich richtig schön. Die Politik, ja, da habe ich auch sehr viel Arbeit reingesteckt. Das ist also jetzt gerade, seitdem ich auch in der Region bin, mehr als ein Fulltime-Job, dann hat man eben einfach keinen Urlaub mehr. Ich habe nicht nur einmal im Urlaub eine hybride Sitzung gemacht, weil man eben da sein musste. Aber Politik ist ein ganz anderes Arbeitsfeld als das DRK. Beim DRK, da bekommst du deine Anerkennung. Bei der Politik kriegst du eigentlich immer nur einen Tritt in den Hintern. Hast du das Gefühl, dass du mit deiner Tätigkeit in den Kommunen etwas ändern konntest? Ja, also da bin ich felsenfest von überzeugt. Ich habe immer meiner Meinung Ausdruck verliehen und ich war, glaube ich, oder bin immer ehrlich und bin auch immer zuverlässig. Und das haben sich die Leute gemerkt. Und das zeigen hier meine Prozentzahlen in Isernhagen und auch Langenhagen und Burgwedel auch bei meinen Wahlen, dass man mir eben vertraut. Und ich habe mich immer nach bestem Wissen und Gewissen nicht unbedingt parteipolitisch korrekt verhalten, sondern mich für die Interessen, wenn ich jetzt sage, meiner Wähler, klingt das doof, ich würde sagen, der Menschen, die hier leben, eingesetzt. Eine Eigenschaft von dir wurde von allen Rednern hervorgerufen, dass du die Fähigkeit hast, Menschen mitzunehmen, sie zu befähigen, selbst Ämter zu übernehmen. Alle Kreise, die du leitest, bestehen seit Jahrzehnten. Wenn du nicht da bist, springt jemand anders in die Bresche. Also ich bin ein absoluter Teamplayer. Ich weiß, alleine kann ich nichts. Und ich habe eben in allen Funktionen immer Teams gehabt und habe die Arbeit gleichmäßig verteilt und habe immer alle auch auf dem gleichen Wissensstand gehalten. Und jeder Kopf ist nur so gut wie das Team, was dahinter steht. Was willst du denn alleine wuppen, wenn ich das jetzt in der Politik sehe, wenn ich da vorne als Alleinherrscher in Jäkchen rumlaufen würde? Wie soll denn das gehen? Also in meinen Augen geht das gar nicht. Also ich habe mich immer mit der Fraktion abgesprochen. Die waren immer auf dem gleichen Wissensstand und auch unsere Referenten oder mein Geschäftsführer, natürlich wissen die alle das Gleiche. Wir müssen alle auf einem Stand sein. Und das ist im DRK, im Vorstand genau das Gleiche. Ich bin die Vorsitzende, ja, aber was nützt mir denn das, wenn ich keine vernünftige Schatzmeisterin habe oder keinen Schriftführer oder keinen Stellvertreter? Ich bin vielleicht auch mal krank und falle aus, dann muss das doch automatisch weiterlaufen. Und dann gibt es eben überall verschiedene Teams. Bei mir im Seniorenkreis zum Beispiel. Wir sind ja nun der einzige Seniorenkreis in der Region Hannover, der tatsächlich wöchentlich stattfindet. Das könnte ich alleine gar nicht leisten. Die Treffen sind immer dienstags. Du weißt, dienstags sind bei uns die Sitzungstage. Das kann ich gar nicht. Ich bin in der Regel gar nicht da. Also ich übernehme gerne die Organisation, aber das können die anderen Damen im Prinzip genauso. Natürlich übernehme ich meinen Teil Arbeit, indem ich mich hinsetze und mache die Termine klar und gehe auch zum Ortsrat und frage, ob wir einen Zuschuss kriegen oder mache die Einkäufe oder frage den oder die, wer welche Arbeit macht. Aber alleine könnte ich das gar nicht. Es geht einfach alleine gar nicht. Und wenn man nicht alle auf einer Höhe ist, wie will man denn dann zusammenarbeiten? Also für mich ist das ein absolutes No-Go. Was hat deine Familie zu diesen ganzen Tätigkeiten gesagt? Heute sind deine Kinder groß, aber sie waren ja auch mal klein. Was haben sie gesagt, wenn Mama schon wieder unterwegs war? Das haben die als völlig normal angesehen, weil sie sind ja auch zu ihren Freunden gegangen oder zum Sport. Oder mein Mann ist zur Yacht gegangen. Wir haben immer untereinander toleriert, dass jemand irgendwo hinging, andere Ansichten hatte und wir haben trotzdem viel zusammen gemacht. Aber auch da, wir waren uns immer einig, wenn es um solche Sachen ging. Und wenn mein Mann mir nicht den Rücken gestärkt hätte, dann könnte ich hier heute nicht so sitzen. Würdest du alles wieder so machen oder heute dein Leben anders gestalten? Ich glaube nicht. Jedenfalls nicht wesentlich. Danke für das Gespräch und weiterhin frohes Schaffen.
So kuschelig, wie diese Fellnase hier auch aussieht, sie verfolgt eine ernste Mission. Denn dieser Hund gehört zur Rettungshundestaffel Hannover, Harz und Heide. Er hat die Aufgabe, vermisste Menschen in lebensbedrohlichen Situationen zu suchen und zu retten. Damit Hunde und ihre BesitzerInnen als Team funktionieren, ist ein langer Ausbildungsweg notwendig. Meine Kollegin Kimia Meraban hat ein Training der Rettungshundestaffel für sie begleitet. Das ist Emil. Er ist 13,5 Monate alt. Emil ist kein gewöhnlicher Hund. Seit einem Jahr macht er eine Ausbildung zum Flächensuchhund, um vermisste Personen zu retten, zusammen mit seiner Besitzerin Petra Hoffmann. Also ich bereite mich und den Hund jetzt vor für die Suche. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Pfeife dabei, damit ich den Hund zurückpfeifen kann, wenn irgendwas ist. Ich ziehe mir gern Handschuhe an, weil es ist sehr kalt. In der Regel arbeite ich ihn aber auch ohne Handschuhe. Und dann kriegt der Hund noch eine entsprechende Leine und eine Kenndecke um. Die Kenndecke zeigt uns also immer, dass der Hund in der Arbeit ist. Ist auch wichtig, wenn er von anderen Menschen gesehen wird. Da steht auch Rettungshund drauf. In der Zwischenzeit versteckt sich eine Helferin im Wald und stellt die vermisste Person dar, die gefunden werden soll. Kannst du, toll. Gut, dann gehen wir mal. Gucken wir, ob die Helfer schon versteckt sind. Bevor es losgeht, muss noch der Wind geprüft werden. Der Wind kommt von hier, das heißt, die menschliche Witterung zieht in die Richtung. Dann werden wir theoretisch mindestens auf der Hälfte, aber gerne auch weiter drüben ansetzen. Und dann kann der Hund die Witterung vom Mensch aufnehmen und ausarbeiten. Nun ist alles bereit für die Suche. Paco. Emil hat die vermisste Person gefunden. Das heißt, wenn er einen Helfer gefunden hat oder eine vermisste Person, zeigt er das durch Bellen an und bleibt eben so lange beim Helfer oder bei der vermissten Person, bis ich dann später aufgerückt bin. Und sein Ausbildungsstand ist jetzt so, dass er nächstes Jahr wahrscheinlich die Begleithundprüfung laufen wird. Und dann müssen wir gucken, wie gut er in den Suchen ist, ob er dann nächstes Jahr schon die ersten Grundprüfungen machen kann. So einfach, wie gerade gezeigt, ist es bei den richtigen Rettungseinsätzen leider nicht. Typische Einsätze sind das Suchen von älteren oder kranken Personen, Kindern oder suizidgefährdeten Menschen. Außerdem wird bei egal welchem Wetter, egal welcher Temperatur und bei Dunkelheit gesucht. Silke Kleinschmidt erzählt, wie oft sie zu Rettungseinsätzen gerufen werden. Es ist unterschiedlich. Es kann sein, dass es zwei, dreimal in der Woche ist, dann ist zwei Monate vielleicht mal gar nichts. Also das kommt immer drauf an, also das kann man nicht festmachen. Es gibt Jahreszeiten, wo es halt ein bisschen mehr ist. Zur dunklen Jahreszeit hin passiert es halt öfter, aber das kann man schlecht festmachen. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 51 Mal, dass die Rettungshundestaffel angefordert wurde. 23 Einsätze konnten abgedeckt werden. Da die Mitglieder des Bundesverbands ehrenamtlich teilnehmen, kann nicht jeder Einsatz wahrgenommen werden. Was motiviert die RettungshundeführerInnen, in ihrer Freizeit unbezahlt zu arbeiten? Ja, das ist eine gute Frage, weil das ist ein sehr anstrengendes Ehrenamt. Aber irgendwo ist es eben auch sehr befriedigend, weil man eben mehrere Aspekte damit abdeckt. Man kann mit anderen Menschen und mit Hunden im Team arbeiten. Man kann Menschen helfen, wenn man sie sucht und auch findet. Oder man kann zumindest den Familien helfen, indem sie einfach das Gefühl haben, nicht alleine gelassen zu werden. Um bestens darauf vorbereitet zu sein, Menschen aus lebensbedrohlichen Situationen zu retten, finden regelmäßige Trainings statt, bei denen mögliche Situationen nachgestellt werden. In der Regel kann fast jeder Hund als Rettungshund ausgebildet werden. Die Auswahlkriterien beziehen sich hauptsächlich auf den Charakter, die Arbeitsbereitschaft und die Leistungsfähigkeit des Hundes. Es gibt Hunde, die haben einfach von sich aus schon so viel Arbeitswillen, dass man die eher mal ein bisschen zurückhalten muss. Dann gibt es Hunde, die sind so menschenorientiert, dass man die eher so ein bisschen hochmotivieren muss, dass die sich genug lösen. Und auch an anderen Menschen müssen sie immer interessiert sein. Das sind alles so Aspekte, die muss man kennen und nutzen lernen. Rettungshundeeinsätze müssen laut Erlass des niedersächsischen Innenministeriums kostenlos durchgeführt werden. Der Verein ist auf Spenden angewiesen und freut sich über jede Unterstützung. Wenn Sie ein Haus besitzen, könnte diese Veranstaltung morgen interessant für Sie sein. Denn um zukunftsfähiges Heizen geht es um 18 Uhr im Aufruf. Der Vortrag der Klimaschutzagentur findet im Rahmen der Klimawoche statt.
Wenn Sie über Heizmöglichkeiten und zum Beispiel den Einbau einer Wärmepumpe nachdenken, schauen Sie doch da mal vorbei. Und das war's auch schon wieder mit 0511. Wir sind morgen um 18.45 Uhr mit einer neuen Ausgabe wieder für Sie da. Bis morgen, machen Sie es gut.